Hallo und willkommen bei neuem Part bei Heavy Rain. Und vor mir loslege, auf meinem Anime-Kanal habe ich noch ein neues Video hochgeladen, ein neues Zeichen von mir. Und auf die Webseite DeviantArt werde ich meine Zeichnung, die ich halt schon so gemalt habe, auf den Anime-Kanal mal hochladen. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne bei den Links mal vorbeischauen. Und bei DeviantArt könnt ihr da auf mein Profil auch auf Abonniere klicken. Das steht dann irgendwo oben rechts in die Ecke. Gut, und dann legen wir jetzt mal los. Donnerstag, 11:10 Uhr, 84, Millimeter. Hier hat sich nicht viel verändert. Nur der Staub. Und die Uhren ticken immer weiter. Warum wollte mich Charles Kramer im Golfclub wirklich treffen? Warum beunruhigt es ihn, dass ich gegen seinen Sohn ermittle? Manfred! Manfred! Okay, da ist er. Hallo, Manfred. Wer ist da? Scott. Scott Shelby. Kennst du mich noch? Scott? Wenn das nicht... Scott! Ja, Scott! Hey, schön, dich zu sehen. Wie lange ist das her? Oh, bestimmt schon 10 Jahre. Oh, in meinem Alter bedeutet Zeit nichts mehr. Ich repariere Uhren, aber ich versuche, die Zeit zu vergessen. Was ist mit dir? Bist du noch immer Polizist? Nein, nicht mehr. Ich bin Privatdetektiv. Das ist Lauren. Sie ist eine Freundin. Hallo. Hallo, junge Frau. Tja, das muss gefeiert werden. Ich hab da was. Moment. Ich weiß, ich muss hier irgendwo noch eine Flasche Scotch haben. Gut, dann gehen wir hinterher. Schön, Manfred wiederzusehen. Wie in alten Zeiten. Würdest du für mich rangehen, Scott? Sag ihnen, sie sollen heute Nachmittag nochmal anrufen. Klar, mach ich. Okay, werde ich machen. Hallo? Ja, bei Manfred. Aber er ist beschäftigt. Können Sie vielleicht später nochmal anrufen? Danke. Gut, das wäre erledigt. Jetzt gehen wir wieder zu ihm. Okay, dann machen wir die Flasche mal auf. Auf die Freundschaft. Wirf mal einen Blick auf diesen Umschlag. Kennst du vielleicht das Modell der Maschine, auf der die Adresse geschrieben wurde? Lass mal sehen. Könntest du bitte so nett sein und mir das Vergrößerungsglas hinter der Theke Klar, herholen? Sicher. Meine Augen sind nicht Ja, werde ich machen. Gut, das hätte mir auch. Dann bringen wir ihn das mal, dass er auch mal was sehen kann. Danke. Mal sehen, was dieser Umschlag so zu erzählen hat. Eine Royal 5. Die Form der T's und der F's ist typisch für das Modell. Hergestellt von 1907 bis 1924. Ja, da gibt's keinen Zweifel. Eine Royal 5. Ist das ein seltenes Modell? Nein, eigentlich nicht. Ich glaube, bei vielen Leuten verstauben sicher noch welche auf dem Dachboden oder im Keller. Gibt es eigentlich noch viele Läden, die die reparieren? Ich habe damals alle Lagerbestände quasi für ein Butterbrot gekauft. 1964.
Die wollten das ganze Zeug einfach auf den Müll kippen. Alle Leute, die hier noch eine funktionierende Maschine haben, waren alle zwangsläufig mal bei mir. Gut zu wissen. Führst du ein Buch über deine Kunden? Oh ja, natürlich. Zumindest über die Zahlenden. Könnte ich da mal einen Blick drauf werfen? Ja klar. Ich habe alle meine Bücher im Büro. Wenn ihr kurz wartet, ich habe eine Liste aller Kunden, die wegen der Reparatur einer Royal 5 hier gewesen sind. Ja, das würde wirklich helfen. Natürlich. Nur 2 Minuten. Dann bin ich mit der Liste wieder hier. Gut, dann werden wir mal 2 Minuten warten. Wenn er eine 1920er Maschine hat, hat er sie vielleicht hier reparieren lassen. Warten wir auf die Liste. Manfred ist schon eine ganze Weile im Büro. Ich sehe lieber mal nach. Lauren glaubt, sie hat den Killer bald. Ich fürchte, das wird eine Enttäuschung. Der Name des Mörders könnte in Manfreds Büchern stehen. Manfred ist schon eine ganze Weile im Büro. Ich sehe lieber mal nach. Dann guck ihn mal. Hallo? Manfred! Ihr Anruf ist registriert. Eine Streife ist in ein paar Minuten bei Ihnen. Ich muss Ihren Namen wissen, Sir. Verdammt! Hallo? Oh mein Gott. Bestaunt. Oh mein Gott. Okay, damit ich glaube ich schnell mal weglaufen. Das hat der Mörder schon längst getan. Er will uns das anhängen. Wir müssen hier schleunigst raus. Wieso? Wir haben mit seinem Tod nichts zu tun. Wir waren doch nur zufällig hier. Sean Mars' Zeit ist bald abgelaufen. Wir können keine 24 Stunden auf dem Polizeirevier mit Erklärungen verschwenden. Und was machen wir? Sie passen auf. Und ich verwische überall unsere Fingerabdrücke. Es muss schnell gehen. Die Polizei wird jede Minute hier sein. Was tun Sie da? Wenn einer kommt, gibt's Ärger. Das sind Manfreds Bücher. Er hat gerade Besitzer von Rawls gesucht. Vergessen Sie es, wir müssen hier raus. Okay, wenn ich schnell weggehe. So, komm. Was abwiesen werde, mich schön bleiben lassen. Fingerabdrücke nicht vergessen. Ich will sie nicht mit reinziehen. Wo haben wir Fingerabdrücke hinterlassen? Schnell überlegen. Das Bürofenster. Da könnten noch Fingerabdrücke sein. Schnell. Ich muss alles finden, was Lauren und ich hier angefasst haben. Die Gläser. Das Telefon. Was noch? Armer alter Mann. So ein Ende hat er nicht verdient. So, komm, wir gehen. Okay, das können wir nur sauber machen. Egal, dann machen wir erstmal ihre Spieluhr sauber. Wo haben die denn? So, erstmal hoch. Die war da irgendwo hier. Okay, gehen wir da mal rüber. Vielleicht haben wir hier noch was.
lange dauert das denn noch? Die Polizei kommt jeden Moment. Ich hab's gleich. Na, ein paar Minuten. Gut, jetzt können wir, glaube ich, gehen. Das war's. Fertig. Sind alle weg? Wird schon reichen. So können Sie uns damit nicht in Verbindung bringen. Und jetzt raus hier. Gut, mal sehen, wie jetzt weitergeht. Also, das Opfer wurde ermordet, als Sie im Laden waren. Richtig? Ja, er wollte im Büro etwas holen. Ein paar Minuten später habe ich nach ihm gesehen und da war er schon tot. Sie hätten sofort die Polizei rufen müssen, Mr. Shelby. Das hätte Ihnen diese Prozedur erspart. Wir hatten mit dem Mord nichts zu tun. Wir waren nur zufällig dort. Ich hatte einfach nur keine Lust, einem Polizisten lang und breit meine Unschuld zu erklären. Wie dem auch sei, Mr. Shelby, bleiben Sie in der Stadt. Und wenn Sie das nächste Mal eine Leiche finden, rufen Sie uns an. Okay? Sieh an, Scott Shelby. Wieder mal Ärger? Falsche Zeit, falscher Ort. Du kennst das. Kein Problem. Ich mach das schon. Für einen alten Freund doch gerne. Danke, Carter. Du hast was gut. Bist du gerade an irgendwas dran? Nur ein paar Ideen. Nichts Konkretes. Naja, wenn es mehr als eine Idee wird, sag mir Bescheid, ja, Scott? Klar. Wo geht's hin? Ich bringe sie heim, das wird jetzt zu gefährlich. Oh nein. Wir sind Partner, wir hatten einen Deal. Hören Sie, ich weiß, Sie wollen den Killer. Aber Sie bringen sich selbst nur unnötig in Gefahr. Ich bin kein Kind. Ich weiß, was ich will. Den Mörder meines Sohnes. Ich brauche sie nicht. Ihr Sohn ist tot, Lauren. Wenn Sie ermordet werden, wird ihn das nicht wieder lebendig machen. Halten Sie an! Was? Halten Sie an, verdammt! Wenn Sie mir nicht helfen, den Mistgeld zu finden, dann mache ich es alleine! Ich bin ein Idiot. Ich laufe ihr lieber nach. Das Mädchen ist stur wie ein Esel. Sie bleibt dran, ob mit mir oder ohne mich. Es ist alles meine Schuld. Ich hätte sie nie mitnehmen dürfen. Ich kann sie nicht so zurücklassen. Sie würde alles tun, um den Mörder ihres Sohnes zu finden. Scheiße, ich habe keine Wahl. Ich glaube, ich will sie nur schützen. Okay, wie sieht aus, du müsstest mir die wieder zurückholen. Lauren!
Dann geh ihm mal hin. Er fehlt mir. Er fehlt mir so sehr. Ich würde alles tun, um ihn wieder in meinen Armen zu halten. Es tut mir leid. Ich hätte das nicht sagen dürfen. Es ist nur... Ich mache mir eben Sorgen um sie. Okay, dürfen wir Ethan spielen? Gut, aber hier werden wir erst den nächsten Part weitermachen mit unserer neuen Mission, die wir von den Killer natürlich bekamen. Gut, bis dann Leute und haut rein.